Heute geht's dann mit dem Kleinen auf Mineraliensuche. Im Hintergrund will uns scheinbar jemand folgen, aber die nehmen wir leider nicht mit. Aber jedenfalls schon mal heute ein sehr schönes Wetter. Ja, jetzt sind wir auch schon an unserem ersten Ziel angekommen. Schön Bachlauf. Wollen wir schauen, was sich hier alles finden lässt. Tja, ein Problem hier ist natürlich der sehr starke Eisengehalt beim Wasser. Hier haben wir zwar einen schönen Quarzbrocken, aber komplett braun eingefärbt. Können wir mal sehen, was sich da drin verbirgt. Tja, und so sehen die eigentlich braunen Steine von innen aus. Blühend weiß. Ja, was heißt das? Wir müssen wohl noch etwas höher den Bach hochgehen, bis es mit dem Eisengehalt hier ein bisschen geringer wird. Man sieht immer alles noch schön. Wo ist ein Stein? Das ist alles extrem braun noch hier. Ja, was hier zu finden ist, sind auf jeden Fall massive Brocken mit Jaspis. Jaspis? Das ist wertvoll. Ja, so ein Brocken hier, der sah vor langer Zeit bestimmt mal recht schön aus. Jetzt leider nicht mehr. Man sieht, die ganzen Kanten sind alle etwas abgeschliffen, abgerundet. Schade eigentlich. Ja, so einen habe ich jetzt auch mal rausgeholt. Ist ein schöner, großer Quarzbrocken, aber leider ohne jegliche Kristalle. Auch nichts erkennen, dass da irgendwo welche versteckt wären. Ja, so, hier hätten wir jetzt eigentlich eine schöne Stelle für Goldablagerungen. Nur ein kleines Problem. Im Granit hier gibt es kaum wirkliche Goldfundstellen. Da müsste man schon Tonnen umgraben, um mal auf wenige Gramm zu kommen, wenn überhaupt. Vom einen Fluss kommt es runter, die Strömung beruhigt es und hier hätten wir so eine Stelle zum Absetzen, wo man jetzt tief buddeln könnte. Die Mühe will ich mir heute mal nicht machen, auch keine Zeit dafür. Wir gehen weiter nach oben in der Hoffnung, dass das Wasser doch noch etwas sauberer wird, etwas eisenfreier. Auch hier habe ich einen kleinen Brocken gefunden. Man sieht hier die Kristalle, aber auch hier alles stark mit Eisen überzogen und dann durch den Bachlauf durch andere Steine stark abgerundet. Trotzdem schöne Kristalle. Ja, hier haben wir mal ein kleines Stückchen mit Quarz durchzogen von Turmalin. Das ist ein typischer Fund, wie man es ja öfters hier sieht, aber auch leider nichts von besonderem Wert. Ja, bei solchen großen Brocken hält man sich natürlich schon die Frage, was das wohl früher mal diese riesen Quarzadern gewesen sein müssen. Die Handbreit, ein bisschen größer. Davon gibt es noch unzählige Brocken hier drin. Aber die genaue Herkunft ist leider nicht bekannt. Ja, und auch sowas hier ist immer wieder mal zu finden. Ne? Eine ziemlich große Fläche von Quarz mit Turmalin bestückt. Riesenbrocken von Quarz. Hier ein bisschen höher hier. Noch mehr ziemlich große Quarzbrocken. Jetzt sehen wir schon wieder mal eine Bahn kommen, die wesentlich klarer ist. Dürfte begleitet sein. Sieht man auch sibirisches Springkraut, eingeschleppter Ort, vermehrt sich ja prima. Hier hat man dann so mal was gefunden, auch auf Quarz, was man hier sieht, sind aber keine kleinen Kristallchen, sondern Larvengänge. Larven? Ja. Echte Larven? Ich müsste noch mal ganz genau schauen, von welchen Tieren das war. Komm im Stand, das halt. Ja, wie man sieht, wurde die Strecke jetzt langsam etwas anspruchsvoller.
öfters mal bücken. Ja, spätestens hier macht die Suche jetzt keinen großen Sinn mehr. Einfach zu wenig Schotter zum Suchen. Wir suchen mal die nächste Felsparty, die am Rande von dem Bach ist. Ja, den wollen wir mal sehen. Jetzt sind wir erstmal hier im Wald gelandet. Wollen wir mal sehen, ob wir hier noch irgendwas finden. Vorausgesetzt, wir kommen ja gut durch. Hinten sieht man so die ersten Felsen. Ich glaube nicht, dass dort was für zu finden ist, aber wir probieren es einfach mal. Natürlich. Ach, ein kleiner Zufallsfund. Unsere Ziegenlippen, köstlich gebraten, aber ich bin halt nicht auf Pilzsuche. Ja, der Kleine ist noch am Klettern. Was? So, ja, stehen wir vor den besagten Felsen, die wir von uns gesehen haben. Nur leider, wie man es schon sieht, hier haben wir zwar einen schönen großen Riss im Gestein, aber es ist keine Ader. Nichts, was man irgendwie nutzen könnte. Unten haben wir noch eine Stelle, aber das ist auch nur ein Riss im Felsen. Kein Quarzgang, nichts dergleichen ist irgendwie hier erkennbar. Hier haben wir auch wieder unseren Bach, aber eigentlich nur noch Kies, wie man vielleicht erkennen kann. Gab es den Bach vor 300 Jahren bestimmt nicht, weil der ausgehoben wurde zur Entwässerung von dem ganzen Wald. Über den Sinn kann man sich streiten. Das nenne ich mal eine Fichte. Ja, diese Formationen, die habe ich früher schon mal untersucht. Nie was entdeckt. Also lassen wir es heute auch mal bleiben an dieser Stelle. Aber schöne bewachsene Felsen. Ja, das ist das, was so einige Forstfirmen bei uns im Wald hinterlassen. Riesen Löcher, riesen Schneisen. Aber wehe dem, ein Mineralensammler bildet ein kleines Löchlein. Ja, und auch das war ein schöner, begehbarer Wanderweg. Nachdem die Forstleute ihn, naja, man sieht's ja. Ja, bis jetzt waren wir beim Suchen noch nicht so erfolgreich. Das Einzige war ein Pilz. Ja, ich weiß, was ich zu Anfang sagte, aber ich konnte es doch nicht lassen. Jetzt versuchen wir unser Glück nochmal auf dem Weidenfeld durch vielleicht einen Zufallsfund. Mal schauen. Ich sehe auf jeden Fall jetzt mal den Rückweg an, aber ich habe in Kürze noch was im Bedo. Wie versprochen. Schauen wir mal, ob wir jetzt an anderer Stelle was finden. Beim Bach war es leider nicht erfolgreich. Aber wie versprochen, ich zeige euch mal noch eine kleine tiefe Ader. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so genau gut erkennt hier drin. Früher hat man in diesen Adern schon mal etwas Opal gefunden. Ne? Man sieht, es ist auch ziemlich groß. Wenn es heute nichts wird, kann ich euch mal ein paar Fotos zeigen von früheren Brocken aus diesem Gang. Ja, das sind das, was man da raushüllt. In der Hoffnung, dass die Spalten etwas größer werden und sich darin kleine Kristalle verbürgen. Teilweise auch schon mal Calceton hier gefunden. Schauen wir mal. Also aber wirklich mal interessant ist diese fast komplett mit einem Quarzrasen überzogene Wand. Diese ganze Größe komplett mit einer hauchdünnen Quarzschicht überzogen. Wenn man ein bisschen rangeht, ja, schwierig. So geht's ein bisschen. Alles ganz winzige Quarzkristalle, wenn man das hier so erkennen kann. Und doch ist doch eine ziemlich große Fläche. Hier haben wir wieder eine Stelle mit sehr
kompakten Quarz anlegen. Gehen wir mal die Ader etwas hoch, was man das erkennen kann. Die Unterschiede. Hier geht es ja weiter. Sieht man die leichte Erhebung. Gerade oben sieht man noch ein Stückchen. Ja, vielleicht gibt es ja hier noch etwas her. Ja, wie ihr seht, das sind die beiden Stücke von heute. Das eine, wie gesagt, ist jetzt nichts besonders von Wert, nur so was rein exemplarisches. Hier haben wir ein Stück vom letzten Mal, vom letzten Fund. Da sieht man eine Menge Negativflächen von Kristallen. Hier haben wir noch ein Stück, worunter sich vielleicht Rauchquarz verbirgt. Muss ich aber noch etwas abätzen. Und das hintere ebenfalls ein Stück vom letzten Mal. Man sieht schön so die ganze Bänderung und dazwischen solche kleinen Drusen hier. Und genau die sind eigentlich mein Ziel, weil ich darin manchmal kleine Kristalle verbirgen. Vielleicht wenn ich mal ein bisschen näher rangehe. Ja, so die Kamera macht gerade noch mit. Da sieht man schon ein bisschen was. Genau nach sowas suche ich dort an dieser Stelle. Ja, damit will ich mich auch erstmal verabschieden. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen, dem einen oder anderen auch ein bisschen inspiriert, selbst mal zu suchen. Auf bis zum nächsten Mal.